Die IAA-Nutzfahrzeuge 2016 ist im vollen Gange. Heute, am wichtigsten Tag unserer Mediengruppe auf dem Telematik Award 2016, beginnen wir den Tag mit einem Gast, den Sie sicherlich auch schon kennen aus der Branche und auch schon aus unseren Videos. Das ist Herr Thomas Piller, Geschäftsführer der IDEM Telematics GmbH. Schönen guten Tag. Guten Tag. Bei Ihnen gab es kürzlich eine Sache, mit der sind Sie auch zum Award gegangen. Das ist das Gateway Hub Konzept. Erklären Sie doch mal ganz kurz den Zuschauern, worum handelt es sich dabei? Das Gateway Hub Konzept ist ein komplett neues Konzept. Mhm. Die Branche hat ja in der Vergangenheit immer versucht, möglichst viele Funktionen in einer Box zu integrieren. Und wir haben uns jetzt überlegt, das macht eigentlich gar keinen Sinn, weil der Kunde ja in der Regel sehr vielfältige Anforderungen hat und manchmal auch sehr einfache. Und er muss dann aber immer dieses teure All-in-One-Gerät mitbezahlen. Da haben wir gesagt, wir müssen mal ein neues Konzept machen und sagen, wir wollen das modular aufsetzen. Der Kunde hat also die Möglichkeit, mit einer sehr einfachen Basislösung einzusteigen, mhm, und kann diese dann im Laufe seines Investitions- oder Lebenszyklus des Trailers sozusagen dann immer weiter aufrüsten und kann genau die Komponenten an Sensoren auswählen, die er braucht für seinen Geschäftszweck und damit eine möglichst preiswerte Lösung für sich erreichen. Wenn er das so für sich individualisieren kann, inwiefern gibt es da eventuell eine Barriere in der Herstellerabhängigkeit? Das ist ja mal eine Sache, die viele Kunden befürchten, dass ich eine hohe Bindung an einen bestimmten Hersteller habe. Wie sieht das in diesem Hub-Konzept aus? Wir haben das Gateway-Hub-Konzept besonders offen gestaltet. Das heißt, wir arbeiten da mit Standardprotokollen, was im Prinzip anderen Steuergeräteherstellern die Möglichkeit gibt, sich an dieses Gateway anzuschließen, mhm, und damit sozusagen für sich eine Telematiklösung zu bauen, ohne dass sie selber die Telematik wieder neu erfinden müssen. Das heißt, auf der Steuergeräteseite können viele Drittanbieter sich an uns anbinden, mhm, und auf der anderen Seite, sozusagen auf der Portalseite, auf der Sicht des Kunden, versuchen wir natürlich mit vielen Partnern zu sprechen. Auch großen OEs sprechen wir derzeit, ob wir einfach dort uns als Partner mit den meisten Ausrüstungen im Trailer, also über 50.000 haben wir dort im Feld, mhm, uns positionieren können, dass der Kunde sagt, wenn ich zum Beispiel Fleetboard oder MAN im Truck fahre, dann kriege ich die Informationen aus dem Trailer von der IDEM-BPW-Gruppe. Okay, jetzt mit diesem Hub-Konzept, das gibt ja eine ganze Menge Möglichkeiten und so wie ich das jetzt verstanden habe, werden die Möglichkeiten ja eher noch wachsen, wenn dort halt Drittanbieter ihre Module mit ihnen zusammen entwickeln können. Was genau für Funktionen gibt es denn da beispielsweise für Anwender? Also wir entwickeln ja verschiedenste Sensorik, wir sind klassisch sehr gut unterwegs im Kühlerbereich, das heißt wir haben selber Hubs entwickelt, um Temperatur zu überwachen. Demnächst werden Hubs entwickelt, um den Bremsbelagverschleiß zu überwachen. Mhm. Und das führt uns auch dahin, dass wir alles, was hier so Thema ist, präventive Wartung, dass wir es wirklich unterstützen können, weil wir eben nicht wie bisher sozusagen digitale Statusmeldungen geben, sozusagen der Bremspad ist runter, du solltest möglichst in 5 Minuten in der Werkstatt stehen, sondern wir können sagen, Achtung, der ist nicht mehr so ganz in Ordnung, plane mal deinen nächsten Werkstattaufenthalt. Und dann ist es natürlich ideal für den Disponenten, weil das in seinen Transportprozess viel besser einplanen kann und sozusagen das Ziel erreicht, dass sein Fahrzeug immer in Bewegung ist oder wenn es dann stehen muss, nur dann steht, wenn er das auch geplant hat. Jetzt hatten Sie im Vorfeld gesagt, und das beschreibt ja so ein bisschen dieses ganze Hub-Konzept, diese Modularität, dass man da verschiedene Funktionen weiter ergänzen kann, dass Sie das auch grob als Internet of Transport bezeichnen würden. Wie genau sollen Sie sich das dann vorstellen, wenn man beispielsweise nur den Begriff Internet of Things kennt? Ist das so naheliegend, dass man die Funktionen beschränkt auf das, was der Transport braucht? Und uns ist es wichtig, dass der Kunde merkt, dass wir sozusagen das alles, was unter Internet of Things jetzt an Know-how da ist, dass man das einfach mal transportiert, mhm, in die Transportbranche und sagt, unter diesem Blickwinkel, was ist dort alles möglich? Das verstehen wir unter Internet of Transport. Wir wollen möglichst viele Dinge miteinander vernetzen, um für den Kunden den bestmöglichen Nutzen zu erzeugen. Das können einerseits sehr vielfältige Daten aus den Hubs sein, das können Daten sein, die wir dann sozusagen über unser zentrales System TCC nochmal anreichern, wie Wetterdaten oder Verkehrsdaten oder Ähnliches. Mhm. Und wir können es wiederum kombinieren mit anderen Daten auf Portalen, wie jetzt MAN und Fleetboard präsentieren, sozusagen, dass insgesamt eine
Vielfalt, sozusagen die Vielfalt des Internets für den Transportbereich und für den Businessbereich im Transportbereich verfügbar wird. Gut, dann fasse ich noch mal ganz kurz zusammen. Neu bei IDEM Telematics das Gateway-Hub-Konzept. Besonderheit da die Modularität, dass auch Drittanbieter dort Funktionen ergänzen können, Module ergänzen können, zusammen mit IDEM entwickelt. Dadurch gibt es beispielsweise neue Möglichkeiten in der vorausschauenden Wartung. Und das Ganze wird gerne bezeichnet als Internet of Transport. Ich danke Ihnen vielmals für die Informationen und Ihre Zeit. Wünsche Ihnen noch eine erfolgreiche Messe. Und danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.